Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Ich habe ein interessantes Produkt bekommen und zwar wieder von Omoton. Es ist die Wireless-Tastatur, Modellbezeichnung KB515. Das ist für ein Mac gedacht, für den meiner Frau, weil sie hat ja dabei eine Tastatur gehabt, wo kein 10er-Feld bei ist und das findet sie ziemlich doof. Und dann hat mich Omoton angeschrieben und hat gefragt, hey, ich habe gesehen, du hast einen Mac, willst du die mal ausprobieren? Dann habe ich gesagt, ja klar, da ist auch eine 10er-Tastatur. Übrigens mit deutschen Tastaturmuster, weil meistens ist das immer so, wenn man da auf der Website guckt, da steht das nicht irgendwie, dass das deutsche Tastatureingabe ist, es ist Querz. Und ja, in diesem Fall ist es wirklich cool für 40 Euro. Ich bin gespannt, sie ist Bluetooth-fähig und kann bis zu 3 Bluetooth-Geräte benutzen oder ihr könnt bis zu 3 Bluetooth-Geräte daran anlernen. Ich bin gespannt. Integrierter Akku, USB-C-Anschluss. Ich glaube, bis zu 120 Stunden könnt ihr die benutzen. Dann ist der Akku wieder leer. Hört sich soweit ganz gut an. Ich glaube, 1 Million Tastenanschläge, Butterfly-Tasten. Ich sag mal für den Preis, für 40 Dollar. Ist auch ungefähr so 40 Euro, kann man sagen. Ist das schon ein Schnapper, bekommt ihr auf Amazon und bei Omoton. Und wir werden jetzt dieses Produkt einmal auspacken. Und danach werden wir das an den iMac einmal ausprobieren, ob die wirklich cool ist. Dann werde ich so ein bisschen schreiben, rumhacken, so wie man das immer macht. Und ich bin gespannt. Erhältlich in der Farbe Silber-Weiß, also weiße Tasten, silbernes Gehäuse, aus Metall übrigens. Klingt alles ganz gut. Was kann sie? Ja, bleibt dran. Daumen nach oben finde ich immer cool. Und wechseln wir auf den Unboxing-Tisch. Das ist einmal die Verpackung, wie das ausgeliefert wird. Und zwar Omoton Keyboard 515 Wireless Keyboard. Dann sehen wir hier, dass es eine 10er Tastatur ist für einen Mac. Kann man so einigermaßen erkennen, wenn man das schon mal gesehen hat. Und dann haben wir hier noch ein bisschen technische Angaben. Und zwar Schlüsselarbeit, Strom 1,3 bis 1,7 mA. Ja, Arbeitsspannung 3,7 Volt. Arbeitsabstand 10 Meter, also bis 10 Meter Funk oder Bluetooth halt. Tastaturgröße 43,45 cm mal 12,1 mal 21,9 cm. Amazon-Sticker, Omoton, www.omoton.com, made in China. Und die Verpackung ist schön, schlicht gehalten. Keine Folie drumherum bis jetzt, finde ich eigentlich auch ganz cool. Schauen wir mal rein, ob es die weite Reise überstanden hat. Und zack, da haben wir eine schöne Tastatur. Holen wir die mal raus. Zubehör ist dabei. Und zwar ein USB auf USB-C-Kabel zum Aufladen. Okay. Dann eine Anleitung und die Kiste ist leer. Was finden wir jetzt hier? Benutzerhandbuch, verschiedene Sprachen. Wobei ich nicht weiß, ob das cool ist, weil deutsches Tastatur-Layout ist eigentlich so für Deutschland. Wir haben Multimedia-Tasten, hey, cool. Escape, Brightness, also so wie bei einer Apple-Tastatur. Sogar eine Eject-Taste ist dabei, falls euer Mac noch irgendwie CDs unterstützt. Laut, leise, Mute, Track, Vor, Zurück, Pause, Open, Launchpad, Mission Control, Helligkeit und Escape. Tastaturbeleuchtung hat das Ding aber keine. Shift und 2 Euro zum Beispiel, also die Euro-Tasten und so ist alles mit dabei. 1, 2, 3, 4 LEDs und man kann halt auch den Pairing-Mode für verschiedene, bis zu 3 Geräte könnt ihr damit koppeln, das ist ja ganz cool. Und eine Batterieleuchte haben wir da. Da steht auch, wie wir das verbinden. Schauen wir uns das mal kurz an. Aha, das hier ist aus Metall, habe ich euch ja schon erzählt, ist auch ziemlich schön. Ist jetzt auch nicht so, dass die mega krass nachgibt, das finde ich gut. Also ich finde, die fühlt sich schon echt gut an. Das soll ein Butterfly-Key sein, falls ihr wisst, was das ist. Steht jetzt hier aber nicht wirklich drauf alles. Hier haben wir die ganzen Sondertasten, Multimedia-Tasten, Vor-, Zurück-, Pause, Eject. Das haben wir ja auch mittlerweile nicht mehr überall. Hier können wir die Bildschirmhelligkeit verändern am Mac. Hier Mission Control, Launchpad, Funktionstaste. Dann haben wir hier die Erklärung, wie ihr zum Beispiel einen Dollar macht. Zum Beispiel US, müssen wir Shift und 2 Euro. Shift und 2 Euro. Ja, das ist halt diese Apple-Tastatur. Ich glaube, das ist jetzt hier oder hier. Ich weiß es nicht. Ich arbeite nicht so viel mit Mac. Meine Frau hat zwar einen. Ich habe den ein paar Mal ausprobiert. Ist nicht meine Welt.
Hier oben haben wir Bluetooth 1, 2, 3 und einmal die Batterie-Ladekontrolllampe. Wenn du das auflädst, dann leuchtet das hier rot. Das probieren wir einmal kurz aus. Und ich habe die eigentlich schon auch aufgeladen für euch, weil ich möchte euch ja ein funktionierendes Produkt zeigen und nicht eins, was auflädt. Hier oben haben wir den Ladestecker, USB-C. Dann stecken wir das hier rein und da leuchtet die Ladelampe rot. Ich glaube, 2,5 bis 3 Stunden lädt das auf und dann könnte das bis zu 120 Stunden dann auch benutzen. Das sollte eigentlich gleich ausgehen, weil ich habe sie komplett aufgeladen. Das ist ja immer so das Geläufige, dass das dann nochmal ein bisschen nachleuchtet, bis erkannt wurde, dass das voll ist. Sollte man halt auch nicht zu oft machen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist für Akkus. In der Zeit, wo das lädt, schauen wir uns mal kurz die Rückseite an. Da ist hier so die übliche Wölbung mit Rutschepads und zwar 6 Stück an der Anzahl. Hier unten nochmal Omoton KB515 aus China mit FCC CE Logo und dass es natürlich nicht in die Mülltonne kommt. Wireless Keyboard steht drauf. Sonst haben wir hier keine weiteren Anschlüsse oder versteckte Funktionen. Und wir warten jetzt erstmal, bis die Lampe gleich ausgeht. Es sollte eigentlich vollgeladen sein. Ja, Freunde, um die Tastatur anzulernen, müssen wir natürlich die Tastatur erstmal einschalten. Das heißt, hier einmal hochschieben, dass es an ist. Dann müssen wir auf Funktion und auf Bluetooth 1 gehen, dass wir in den ersten Gerät sind. Dann halten wir die Bluetooth-Taste 3 Sekunden gedrückt. Da fängt es an zu blinken. Dann gehen wir an den Mac. Und dann haben wir hier oben unsere Verbindungen, hier im Control Panel oder wie das da heißt. Dann haben wir hier Bluetooth, da gehen wir drauf mit dem Pfeil. Und dann gehen wir auf Bluetooth-Einstellungen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das Omoton-Keyboard direkt zu verbinden. Total einfach bis jetzt. Und dann sollte das irgendwann fertig sein. Zack, es ist verbunden. Und jetzt schauen wir uns mal an. Haben wir irgendwie so ein Schreibprogramm? Ja, wir haben Word und jetzt probieren wir die einfach mal aus. Wenn wir jetzt hier auf Großschreiben gehen, dann geht die Lampe an. Numberpad, wo ist denn Numberpad? Wisst ihr, das ist so das, warum ich diese Tastaturen eigentlich nicht so cool finde. Options, Numberpad. Ich habe keine Ahnung. Die sich damit auskennen mit Apple, die wissen, welche Tasten hier wo gedrückt werden. Ich habe jetzt hier erstmal ein leeres Dokument. Öffne das du. Schönes Gerät. Und dann schreibe ich mal einen schönen Text. Hallo, wie geht es dir? Jetzt machen wir mal Euro. Aha, funktioniert. QWRTZ und fehlerfrei. Also kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Der Druckpunkt ist eigentlich ziemlich richtig. Tolle Tastatur. Helligkeit funktioniert ohne Zusatztasten. Was haben wir hier noch? Laut, leise, stumm, so wie es sein soll. CD haben wir natürlich nicht an diesem Gerät. Wurde ja eingespart. Sehr schade eigentlich. Eigentlich ziemlich cool. Jetzt haben wir aber noch hier ein iPad und das werden wir jetzt erstmal als zweites Gerät hinzufügen. Ich muss das erstmal einschalten, weil das ist eigentlich aus. Das dauert eine Minute und das überspringen wir jetzt mal und dann steuern wir gleich mal das iPad. iPad ist eingeschaltet. Auch hier möchte ich jetzt das zweite Bluetooth-Gerät haben. Drücke ich Funktion und Bluetooth 2 und drücke 3 Sekunden lang die Bluetooth 2-Taste. Dann gehe ich hier auch auf Bluetooth, halte lange den Finger auf den Bluetooth-Button gedrückt, gehe nochmal lange gedrückt auf den Bluetooth-Button und gehe auf Bluetooth-Einstellungen. Und anschließend haben wir hier das Omoton-Keyboard. Hab das einmal angetippt. Es ist verbunden. Ich öffne jetzt hier einfach mal Safari und schreibe hier rein Hallo, Hallo, Omoton. Zack. Ist geil. Ne? Also wir können jetzt hier zum Beispiel eingeben, wenn es richtig funktioniert, das Gerät. Björns YouTube Welt. Einmal hinter, zack, und dann können wir, wenn wir hier natürlich diese tolle EU-Option angetippt haben, mit Cookies und so, sehen wir jetzt hier zum Beispiel meine Website und können das halt auch benutzen wie so ein Computer.
wenn er meine Seite denn mal öffnet. Das dauert ziemlich lange, bin ich gerade sehr erstaunt. Müsste ich mal ein bisschen auf den Grund gehen, warum das so ist, aber ich habe irgendwie hier so zurzeit ein paar WLAN-Probleme. AVM kriegt es irgendwie nicht geregelt, meine Fritzbox ein bisschen zu optimieren. Sehr schade, hat vor einer Weile gut funktioniert, seit dem letzten Update leider nicht mehr. Und hier seht ihr halt so allerlei Dinge, die ich teste. Müsste ich mal wieder aktualisieren, ich weiß, aber dazu habe ich im Moment nicht die Zeit. Funktioniert auf jeden Fall einwandfrei und ich bin happy mit der Tastatur. Wenn ich jetzt hier auf Groß schreiben gehe, geht auch die LED an. Also tolles Produkt. Also für den Preis 40 € eine Butterfly-Tastatur. Ich muss sagen, ich kann da jetzt in diesem kurzen Verlauf nichts Negatives zu sagen. Drei Bluetooth-Möglichkeiten gibt es hier zu verbinden, also drei Geräte. Könnt ihr damit koppeln, hin und her schalten. LEDs sind da drin, Akku. USB-C-Anschluss, cool wäre, wenn das ein Lightning-Anschluss wäre, aber ich weiß nicht, woran das liegt, dass das jetzt hier USB-C ist. Naja, ist halt so. Aber sowas habt ihr wahrscheinlich auch in den Ecken rumfliegen. Und ich muss sagen, eine schöne Tastatur zum guten Preis. Für einen Office-Gebrauch, ja, ich werde das meiner Frau so ein bisschen unterjubeln, dass sie die mal so eine Weile ausprobieren wird, weil ich da nicht dran arbeiten möchte. Ich finde, das Gerät spricht mich nicht an. Aus mehreren Gründen, ist auch egal warum. Auf jeden Fall bin ich zufrieden, dass ich hier mal was für meine Frau bekommen habe und sie mal was testen darf. Ist da was Negatives? Ja, werde ich euch das natürlich berichten, aber ich gehe mal davon aus. Promoton hat mir ja schon so einige Sachen geschickt, zum Beispiel MacBook und Tablet-Halter. Das ist richtig cool. Schaut mal rein in die Videobeschreibung. Da kommt ihr auf den Link von Omoton. Auch das werde ich euch verlinken. Ein Amazon-Affiliate-Link. Link ist auch dazu in der Videobeschreibung. Ja, und ich danke fürs Einschalten. Und ja, 40 Kröten für so eine Tastatur. Nicht schlecht. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt nach 3 Monaten, ob die immer noch funktioniert. Aber ich gehe mal eher davon aus, weil bis jetzt war alles, was ich von Omoton bekommen habe, eigentlich ziemlich cool. Ja, so viel für heute. Und ich sage danke. Abonnieren ist übrigens kostenlos. Und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Björn.